So, ich bin jetzt in Teresopolis angekommen, das ist exakt 90 Minuten von Rio entfernt. Und ja, hier lese ich jetzt gerade, dass in dieser Stadt die brasilianische Nationalmannschaft ihr Quartier hat. Ja. Casa da Seleção heißt so viel wie das Haus der Nationalmannschaft. Ja, und das werde ich jetzt besuchen dort, das ist der Finger Gottes. Ja, und ja, dieser Finger Gottes ist auch im Landeswappen von Rio de Janeiro zu sehen. Ja. Im Stadtwappen sind Delfine zu sehen von Rio und im Bundesstaatwappen von Rio ist ebenso dieser Finger Gottes zu sehen. Eine der Attraktionen im Bundesstaat Rio de Janeiro. Ja, mal schauen, wo der ist. Also, da geht's jetzt hin. Bis gleich, tschüss, sagt Sörengelder von Sörengelder.com, wie Sie ein Leben weltweit vom Internet dank Laptop machen. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin jetzt etwas außerhalb der Stadt Teresopolis. Und hier sieht man das Gürteltier, welches ebenso das Maskottchen ist von der Fußball-WM 2014. Genau, so. Wird es noch rund 20 Minuten dauern und dann werde ich wohl am Finger Gottes ankommen. So, bis dann. Tschüss, Sörengelder von Sörengelder.com. Ah ja, so, ich habe mir jetzt mal einen Bus genommen. Ja, noch 20 Minuten mit zum Bus. Oh. Okay, jetzt sind so noch 5 Minuten im Bus und dann werde ich jetzt damit ankommen am Finger Gottes. Also, bis gleich, tschüss, sag ich Sörengelder.com. Genau, jetzt sieht man das besser. Also ich bin rund 90 Kilometer von Rio entfernt, in Teresopolis. Hab jetzt den Zoom mal angeschaut und dort sieht man den Zuckerhut, ja. Und dort, rechts, ja, dort ist die Christusstatue. Wow. Das hier ist die Bucht, die Guanabara-Bucht, ja, mit dem See. Herrlicher Blick, das ist hier Teresopolis. Ja, dort links der Zuckerhut, rechts ist der Berg mit Christus. Ja, genau. Präsentiert von Sörengelder von Sörengelder.com. Wie Sie ein Leben weltweit dank Internet und Laptop machen. So, jetzt schaue ich mal, ob ich eventuell noch den Finger Gottes hier irgendwo sehe. Ja, dort ist der Finger Gottes, wird jetzt von den Wolken eingehüllt. War eben noch zu sehen. Mal sehen, wenn die Wolken eventuell etwas weiter ziehen, kann man ihn eventuell noch später sehen. Ja, rund 90 Kilometer von Rio ist der Dedo de Deus, der Finger Gottes sozusagen. Dort hinter den Wolken versteckt. Das hier ist eine Statue von, schau ich mal eben, der Königin Teresa Christina. Ja, genau. In Teresopolis. Genau, und hinter dieser guten Frau ist der Finger Gottes. Dort. Jetzt warte ich mal etwas, vielleicht habe ich noch Glück, dass die Wolken wegziehen. Ja, und dahinter ist Rio, wie Sie eben gesehen haben. Links der Zuckerhut. Und rechts dort die Christusstatue. 90 Kilometer von Rio, super Sicht dorthin. Mal sehen, das auf jeden Fall schon mal Teil der Hand vom Finger Gottes. Und rechts ist der Finger. Mal schauen. Ich warte jetzt mal und dann blende ich mich wieder ein. Das ist jetzt von Sörengelder von Sörengelder.com. Wie Sie ein Leben dank Internet und Laptop weltweit machen. Ja, hier am Punkt wird jetzt gerade gesungen. Am Aussichtspunkt. Hier sieht man noch die Tafel. Mit dem Finger Gottes. Ja. Dort ist er. Hier sieht man ihn auch nochmal ganz klar. Ja, wie gesagt, hier hat die brasilianische Nationalmannschaft ihr Haus, ihr Trainingscenter.
Übrigens befindet sich der Dedo de Dois, wie ich gerade lesen kann, 1692 Meter über dem Meeresspiegel. Dedo de Dois heißt der Finger Gottes. Und dort ist er. Immer noch etwas verdeckt, aber wird man gleich sehen können.